Also. Frau Mikado. Herr Müller. Ja. Wir haben uns hier heute. Wir haben uns heute hier eingefunden. Im wunderschönen Blaine County, Staat San Andreas, um Sie beiden hübschen Menschen zu trauen. Das trifft nur auf mich zu, aber okay. Wir befinden uns heute hier mit Herrn Gerrit Smoker und Barry Carter, der die musikalische Untermalung dieser Hochzeit übernehmen wird. Also, die Trauung. Frau Annabelle, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihrem künftigen Mann ein paar Worte mitzuteilen. Och nee. Helmut. Ja. Als ich dich das erste Mal sah damals, wurde mir ganz anders. Ich war nicht mehr so trocken. Helmut, du bist der Mann meiner Träume. Jeden Abend vorm Schlafengehen sehe ich dein Gesicht und dann schlafe ich total schön ein. Helmut, ich möchte ganz, ganz lange mit dir verheiratet sein und viele Babys haben, die aussehen wie ja, du. Okay, ja. Helmut, ich liebe dich. Schön. Okay. Herr Müller, ja? Nun ist Ihre Zeit gekommen. Ihre Worte an Ihre künftige Frau. Ja, Moment, ich habe irgendwas in der Tasche. Hier ist das, genau. Annabelle. Auch wenn du lachst, bleibst du hässlich wie die Nacht. Wärst du meine Billardkugel, würdest du mir Pech bringen und wärst meine Acht. Du bist wahrhaftig keine Pracht und duftest wie ein Esel. Nachdem du kacken warst, brauche ich ganz schön viel Schwefel, also wegen des Geruchs. Bleib bloß weg von meinem Penis. Denn da bewegt sich eh nichts. Ich hoffe, dass ich blind werde, denn dann sehe ich nichts. So, habe ich selbst geschrieben, gerade im Auto. Da war so was Romantisches. Ja, ich höre. Ja. Ich muss mich auch gerade mal kurz fangen. So. Ins Wasser gefallen. Also, Herr Smoker, nun bitte Ihre Worte an Ihre Schwester. Red ruhig. Versuch es, auch wenn du Schmerzen hast. Herr Smoker, versuchen Sie es. Sag doch mal was, du Arschloch. Ist meine Hochzeit. Versuch es, streng dich an, auch wenn es weh tut. Man wird das verstehen. Annabelle, du und der... Warte mal. Helmut. Gut, ne? Was? Lauter bitte. Schön. Du hörst dich so anders an, Smoker. Lauter bitte. Ich finde das Schönste auf der ganzen Welt. Annabelle, was ist hier los? Ihr zusammengefunden habt. Warte, Smoker ist einfach nur so ein kölscher Akzent. Ja, dann freue ich mich auch. Was ist hier los, Annabelle? Das so liegt braun? An den Zähnen bestimmt. Annabelle, was ist hier los? Okay, stopp. Bevor das jetzt hier ausartet. Kann ich von der Klippe springen? Nein, bevor das hier ausatmet. Was ist hier? Carter, bitte die musikalische Untermalung. Aber ich will hier erst wissen, was... Warte! Komm wieder nach oben. Carter, die laut... Ja, das ist halt erst und letzte Mal, dass du das zu mir sagst. There comes a time where we hear a certain call where the world must come together as one. There are all people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day there's someone somewhere to make a change. We are, we
Ja, schön. Toll. Richtig schön. Fertig. So. All the part of God. Helmut, du hast Annabelle gefunden auf der Straße. Ey, sag mal, ist sie den 40 Tonner gegen den Kehlkopf gefahren oder was? Ich finde, dass du es verdient hast, meine Schwester zur Frau zu nehmen. Dass ich sie endlich vom Hals habe und auf deine Tasche lebt. Was? Seid ein Liebespaar, paaret euch, wie es euch gefällt. Wie Kaninchen auf der Weide, rammelt euch zum Boden. Ab. Wie süß! Danke, Schmoko. Herr Kater, bist du noch im Funk? Ja. Könnten Sie mal kurz durchgeben, dass in Los Santos ein bräungebrannter Mann sich als der Smoker ausgibt und gerade die Hochzeit von Frau Annabelle und Helmut sabotiert? Was? 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 Ey! Ey! Bleib sofort stehen, du Penner! Au! Ah. Aua! Ey! Ey! Bleib stehen! Ich sage dir! Ey! Ich hab versucht, auf den Reifen zu schießen. Das sollte so ein schöner haben. Wer war das, Annabelle? Warten Sie, Frau. Mein Annabelle. Bruder. Das glaube ich dir nicht. Kater, kümmere dich mal drum. Nimm den Mama fest, bitte. Okay. Wer, mich? Nein. Wen? Der ist weggefahren. Nur mal nein, so der ist gegen den Baum gefahren. Der ist da hinten beim Baum, geradeaus. Okay. Was? Den hau ich auf die Fresse. Nein. Au! Au! Herr Helmut, möchten Sie die hier anwesende Frau Annabelle Mikado zu ihrer... Wie war das? Ich hatte kurz was im Hals. Ach so. Ist ein Fliegen, ja. Ganz viele Fliegen rum. Frau Annabelle Vicario zu ihrer rechtsmäßigen Frau nehmen, dann antworten Sie mit Ja. Vorübergehend Ja. Es gibt nur Ja oder Nein? Nein. Ja, da waren 35% mehr Ja drin. Dann möchte ich da... Sie können sich jetzt küssen. Okay, nee. Komm her. Nee. Komm, mein Tier. Nee, geh weg. Komm geh weg. Her. Geh weg. Kater, du musst lass das. Müssen, sind das. Lass das sein. Okay. Verschwinde. Helmut, gib mir Kuss. Nein. So. So, ich möchte das jetzt sehen hier. Ohne noch Kuss, mal. Keine Hochzeit. Du dumme Schlingel! Richtig, komm, geben Sie jetzt einen Ruck. Umarmen Sie sich mal innig und nein. Einen Kuss. Herr das Weiß, möchten wir jetzt sehen. Ich schlag ihn gleich in die Fresse. Mann! Helmut! Verpiss, was? Komm mal her. Nee, geh weg. Helmut? Ja. Hier? Was? Baby! Kannst du mir am Arsch lecken? Das magst du. Bah, du bist eine Sau, Helmut. Ja, aber erst, wenn ich im Sand gesessen habe. Das muss ja auch schön knirschen. Nee, jetzt mal ernsthaft, Helmut. Ja. Ich will ein Kind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann such dir doch mal einen Mann. Du bist mein Mann jetzt. Wer sagt das denn? Das Gesetz. Ach so, ist das so? Mhm. Annabelle Müller. Nee. Doch. Ich habe weder was unterschrieben, noch wurde gesagt, hiermit erkläre ich zu meiner Frau, noch haben wir uns Ring angesteckt. Aufgefallen? Nicht? Tja, selber schuld. Ich gehe nach Hause. Und sag deinem Bruder, danke für die Kohle. Ach so, und falls damit nicht da klarkommst, da ist eine Klippe. Tschüss. Hallo? Herr Müller, wo sind Sie denn jetzt hin? Bitte? Wo sind Sie denn jetzt hin? Wie, das macht doch keinen Sinn. Nee, wo sind Sie denn jetzt hingelaufen? Mein Netz stinkt nach Haufen, was? Herr Müller, jetzt hören Sie auf mit dem Mätzchen. Ja? Wo sind Sie? Weg. Ja, die andere steht jetzt hier. Ja, dann schmeißen Sie dir doch die Klippe runter. Können Sie das nicht machen? Ja, würde ich gerne. Wir sind vom Staat, wir dürfen sowas nicht.
Also. Ist das ein Auftrag? Soll ich die umbringen? Hat keiner gehört. Oh Mist, wenn das FAB-Mann. Nee, ich hab nichts gesagt. Ich wünsche Ihnen was, Herr Müller, ne? Die steht hier, wenn Sie die abholen wollen. Wir sind leider kein Sammeltaxi. Ja, aber hauen Sie hier ab. Ich will die nicht heiraten. Hauen Sie da ab, dann hole ich die gleich. Ich habe aber kein. Ich brauche nur Kohle und ein Auto zum Überführen. Okay, dann soll die hier warten, ja? Die kann da warten. Ich hole die ab. Ich will die jetzt nur nicht heiraten. Okay, dann. Okay. Alles klar, dann gebe ich das so weiter. Ja, aber sagen Sie denn nicht, dass ich die nicht heiraten will. Okay, mach ich nicht. Ja. Okay, bis später. Schön. Hallo. Stehst du noch am Leuchtturm? Ich bin im Polizeiauto am Leuchtturm. Da vorne sind irgendwie so komische Männer. Wo vorne? Da 100 Meter vor uns am Felsen, da ist ein Auto. Ja, und was machen die da? Weiß ich nicht. Die Polizei guckt da jetzt. Wollen die beobachten? Ach, wegen Lieferung irgendwas. Okay. Hallo? Hör mal, hier ist Helmut. Mhm. Seid ihr gerade unten am Leuchtturm? Warum? Sag ja oder nein, das ist wichtig. Warum geht's denn genau? Ja, dann nicht. Tschö. Wer war das? Ach, das war einer von den Grünen. Aber wenn der so doof ist und mir nicht antwortet, helfe ich dem auch nicht. Mhm. Helmut, danke schön. Wofür? Für das Haus hier. Für das... Was? Das Haus? Das Haus? Du bist ein Schatz, hat der Walter mir gesagt. Das hast du mir zur Hochzeit geschenkt. Oh, wer hat das bezahlt? Du. Von deinen Ersparnissen. Komm mit, wir müssen zur Bank. Polizei. SC1 braucht Verstärkung bei der Überfahrt der Brücke zum Leuchtturm. Ja. Geil. Danke. Moment mal. Ich bin rechts gefahren. Sie sind mir mitten auf der Straße entgegengekommen. Was bin ich Ihnen? Wie haben Sie denn Ihre Marke SC1 bekommen? Hört. Hilfe. Guck mal, die Bremsspuren von uns da hinten. Oh, Helmut, das Kind kommt, glaube ich. Ah, das tut so weh. Okay. Helmut. Das Baby kommt, fahr ins Krankenhaus. Oh ja, okay. Helmut. Alter, hey. Oh, Moment, Telefon. Hallo. Helmut. Ja? Hast du die Annabelle schon abgeholt? Ja, klar, es ist bei mir im Wagen. Warum bist du da maskiert? Hä? Ich fahre gerade Auto, du Spacko. Warum sagt der Kollege, du warst maskiert? Was bin ich? Okay, alles klar. Du hast die Annabelle bei dir. Hundertprozentig. Ja, soll ich zurückkommen? Ich bin schon auf dem Highway. Na, fahr, aber du hast sie bei dir. Ich habe Annabelle bei mir, ja. Okay, alles klar. Ja, tschüss. Okay. Wer war das? Das war der Weiß, der sagt, ich bin maskiert oder. Aber was ist denn hier los? Hä? Ja, keine Ahnung. Die wollen dir was anhängen. Ja, ich glaube auch, die Wichser. Sag mal, sind wir jetzt gerade echt. Ich bin immer einfach, auf deiner Seite. Sind wir jetzt gerade echt vor den Bullen entkommen oder was? Mhm. Das war sind der Wahnsinn. Gut, ne? So, Moment, ich muss noch mal eben telefonieren. Ich hab Telefon. Hallo? Mhm. Ja, Helmut. Ich bin beim. Nochmal, seid ihr am Leuchtturm? Beim Helmut im Auto. Ja, sind wir. Okay, pass auf. Die Bullen wollen euch wahrscheinlich filzen oder so. Die sind da gerade mit einer kompletten Armada. Ich hatte gerade einen Unfall mit einem der Wagen. Ich bin aber abgehauen. Die stehen jetzt gerade noch am Brückeneinfahrt-Dingsbums vor dem Leuchtturm. Im Stadtpark. Da, guck mal da rechts. Full. Wir müssen links, fahr einfach durch. Okay, danke. Okay, sag ich. Tschö. Helmut. Ja? Der Herr Walter möchte uns ein Geschenk geben im Namen des LSPDs am Stadtpark hinter der Bank am Parkplatz jetzt.
Du hast gerade gesagt, du bist schwanger und musst ins Krankenhaus. Und jetzt sollen wir zum Dings fahren, oder was? Das war nur, um dich zu schützen. Ja, ach was, das ist mir auch bewusst. Aber das war trotzdem eine fucking Lüge. Du hast einen Bullen angelogen. Lass uns irgendwas machen, Helmut. Ja, lass uns irgendwas machen, lass uns irgendwas machen. Wir müssen die Karre loswerden. Nee, eigentlich nicht. Wir, Komm, wir knacken ein Geschäft. Was? Helmut, komm. Lass uns schlimme Sachen machen. Wieso soll ich das mit dir machen? Weil ich dich liebe. Halt doch mal jetzt die Fresse mit deiner Scheißliebe. Tust du nicht? Tu ich wohl. Mädchen, ich bin gerade nicht dazu in der Verfassung. Ich hab ne Knarre, siehst du die? Und ich halte sie dir mitten ins Gesicht. Eine. Hör auf jetzt damit. Oh, fuck. Was willst du auch ne Knarre? Pistole. Wieso? Wofür? Zum Schießen. Ja, aber kannst du denn schießen? Das ergibt keinen Sinn, merkst du es selbst? Ja, ich versuche mal, ob ich hier einparken kann. Geh du schon mal zum Pickup. Wohin? Zum Pickup! Helmut, du wirst gesucht. Wieso werde ich gesucht? Keine Ahnung, komm mal mit. Ihr beide. Wieso werden wir gesucht? Wir sind die ganze Zeit hier im Park gewesen. Wieso werden wir gesucht? So, die Damen und der Herr. Ja, bitte. Sie sind ja eben ein bisschen plötzlich weggefahren. Ja, sie hat gesagt, die muss ins Krankenhaus, weil ihr Baby kommt und dann auf einmal doch nicht mehr. War eine sehr schnelle Geburt, würde ich sagen. Ja, gar keine war das. Weil sie haben, als sie losgefahren sind, einen meiner Kollegen überfahren. Weil, wie das denn? Na, ihr Auto, Kollege stand schräg vorne davor und sie haben beschleunigt. Was stellt ihr sich auf meinen Wagen? Haben wir nicht gemerkt. Nee. Mhm. Sie wissen schon, dass das eine Polizeikontrolle war. Sie können dann einfach losfahren. Das war ein Unfall. Was für eine Polizeikontrolle? Sie sind auf meine Spur gefahren. Ich bin ihnen vorne reingefahren. Seien Sie froh, dass ich sie nicht anzeige. Trotzdem hätte ich von dem Herrn jetzt gerne einmal den Personalausweis. Ja, erst eine Cola. Möchten Sie auch Helmut eine Cola? Mach, was der Mann sagt. Ich weiß nicht, warum ich dir meinen scheiß Ausweis geben soll, wenn der nicht fahren kann. Ich auch nicht. Das ist doch scheiße. Der ist wirklich, Herr Walter, der ist wirklich auf unserer Seite. Jetzt bitte einmal den Personalausweis. Ja, okay. Kriegen Sie Fakt halt ist, Sie haben meinen Kollegen verletzt. Ich habe auch noch ein Pflaster, wenn er möchte. Ich muss noch Pipi. Oh, bitteschön. Herr Müller, habe ich Sie doch richtig erkannt. Wie soll das denn heißen? Na, wir hatten schon ein paar Mal die Ehre. Sie haben mir mal einen Kaffee gezogen, ne? Unter anderem. Und zwei Zeugenaussagen aufgenommen. Ja, okay. Dürfte ich bitte auch nochmal Ihren Führerschein sehen? Nein. Dann müsste ich sie aber mitnehmen. Oh ja, okay, dann zeige ich den. Bitte. Alles klar. Sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Nein. Ich habe aber den Verdacht, aufgrund daher, dass Sie einfach aus einer Kontrolle abgehauen sind. Sie haben mir nicht gesagt, dass ich da zu bleiben habe. Erstens. Zweitens haben Sie mir nicht gesagt, dass das eine Kontrolle ist. Drittens sind Sie wie eine besenkte Kacksau auf meine Spur gefahren. Und sind mir komplett vorne in eine Karre reingefahren. Das stimmt. Ich habe Ihnen gesagt, stehen bleiben, ich will Ihren Ausweis sehen, das ist eine Kontrolle. Daraufhin ist erst die Dame ins Auto, hat gerufen, Sie sind hinterher und abgehauen. Mein Kollege hat sich noch vor das Auto gestellt, um Sie aufzuhalten, den haben Sie dann erwischt. Aha, okay. So. Wenn Sie das sagen, dann wird das bestimmt stimmen, weil Sie sind ja Polizist und nicht nur so ein armer kleiner Bauer. Richtig? Also sind Sie mit einem Alkoholtest einverstanden? Nö. Dann muss ich sie leider mitnehmen. Okay, dann machen wir einen Test. Okay. Moment, ich hol mal das Gerät. Jetzt kommen sie mal wieder. So, einmal hier kräftig reinpusten. Okay, gut. Okay, Test ist negativ. Alles klar.
Dann bitte einmal kurz zur Seite gehen, dann spreche ich noch mit der Dame. Nee, ich bezichtige Sie der Lüge. Mhm. Ich habe weder gehört. Was? Können Sie gerne machen, müssen Sie dann mit einem Anwalt klären. Gut, und was ist mit dem Schaden an meinem Wagen? Wer bezahlt das? Wir haben kein Geld. Genau. Das klären wir alles im Nachgang. So, die Dame, bitte einmal ein paar Schritte mitkommen. Warum? Der will ja einen Ausweis sehen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Dame? Mhm. Kommen Sie bitte einmal mit. Ich will beim Helmut bleiben. Ja, ich komme mit dir, kein Problem. Dann zeigen Sie mir bitte einmal Ihren Ausweis. Den hatte ich eben in der Hand. Der muss mir runtergefallen sein, wo wir so schnell ins Auto sind. Haben Sie einen Führerschein dabei? Irgendein Ausweisdokument? Ich kann kein Auto fahren, nee. Mhm. Tut mir leid, aber... Sie wissen das, wenn Sie sich schnell ausweisen können, muss ich Sie mitnehmen, bis Sie sich ausweisen können. Die Dame. Hier steht ein Auto! Der Herr, hier steht ein Auto. Anzeige! Hier. Bitte? Oh, Wagen der bitte wieder wegfahren. Da steht ein Polizeiwagen. Oh, okay. Bitte. Kein Problem. Na, alles gut, fahren Sie am besten zurück. Genau. Kess? Ja, da gibt's ein Problem. Ja, Schatz. Bist du entkommen? Nee. Scheiße, wo bist du denn? Ich stehe hier mit der Polizei, die wollen einpacken. Was wollen die einpacken? Du sollst nach hier kommen. Wieso? Ich war doch fertig, oder nicht? Keine Ahnung. Ja. Wo bist du? Ja, ich, auf der Flucht, würde ich dann mal sagen, ne? Guck. Was? Bist du jetzt am Heulen, oder was? Ach, komm, ey. Wo hast du eigentlich deinen scheiß Ausweis? Verloren. Ach ja, okay. Helmut, ich liebe dich, falls wir uns nicht mehr sehen. Ja, okay. Danke. Bis später. Ja. Was verheimlichst du mir eigentlich? Wenn wir hier gerade mal so unter uns sind, wir sind hier in einer Situation, die ist ganz anders als alles, was ich jemals, weiß ich auch nicht, gedacht habe, was eventuell kommen könnte. Also, was verheimlichst du mir? Hä? Helmut. Ja. Ich liebe dich, das weißt du. Halt die Klappe mit deinem Scheiß, ich liebe dich. Fick dich. Habe ich gestern noch. Danke, das ist toll. Hätte ich mich mal festnehmen lassen. Das ist alles nicht so, wie du vielleicht denkst. Wie denn? Was meinst du? Hä? Nimm die Pistole runter. Okay. Aber das ist cooler. Also, wie denn? Helmut. Ja. Nimm die Pistole runter. Mann, ja, okay. Ich hatte ja eine Mama. Doch kein Reagenzglas. Okay, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und die hat mir zu Weihnachten immer Geschenke gegeben. Ja, außer Liebe. Anscheinend. Und am 27. hat die mir die immer weggenommen. Hat gesagt, du hast genug gespielt und dich gefreut. Gib wieder her, hat die umgetauscht. Oh, finde ich effizient. Helmut. Was? Ich musste als kleines Kind immer Kleidchen tragen. Warte mal. Ja, und weiter? Ich war das einzige Kind von meinen Eltern. Warte, aber was ist mit Smoker? Also mit Gerrit? Also was? Warum hast du eigentlich einen anderen Nachnamen? Warte mal. Meine Mama hat mir immer Zöpfe gemacht, wo ich klein war.
willst du mir... Moment, wenn du das einzige Kind bist, dann bist du... Warte mal. Stopp. Erzähl weiter, ich komm nicht drauf. Ich muss auch immer zur Schule mit Mädchensachen gehen und die anderen haben mich immer ausgelacht. Haben immer Steine nach mir geworfen, Helmut. Ja, also, das, was ich heute versuche. Helmut, ich hatte keine Freunde. Ja, wundert mich nicht. Warst du mit einer Tüte in der Schule über dem Kopf? Nicht? Ja, dann frag dich doch nicht, warum. Die Kinder haben mich immer gehänselt. Ja. Keiner wollte mit mir spielen. Ja. Und das ging immer so weiter. Ich hab nie Freunde gehabt. Ja, wie gesagt, wundert mich nicht. Aber du bist das einzige Kind von den Eltern. Dann, wie kann das sein? Helmut? Ja. Du darfst nicht lachen. Hättest du mir früher sagen sollen, dass ich... Ja, dann rede ich nach rechts. Du darfst auch nicht petzen. Okay. Großes Indianer-Ehrenwort. Scheiß auf... Ja, okay. Schwör. Mann, ja. Jetzt sag oder ich hol meine Waffe wieder raus und halt sie in Schläfe. Los! Helmut. Du. Helmut. Herz. Soll ich dich beatmen, Helmut? Oh Gott! Du! Ja, ich. Wieso? Warte, bevor du redest. Jetzt rede. Nein, warte! Stopp! Bleib so! So, jetzt rede. Helmut. Nee, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Das ist ja widerlich. Steh auf. Steh auf. Aua. Ja, hast du verdient, du Wichser. Wie? Warum? Ja, jetzt ich ohne Brille sehe ich das nicht. Ich weiß nicht, warum. Manchmal überkommt mich das so, Helmut. Gerrit, warum? Bist du schwul? Ne, bin ich nicht. Warum wolltest du mich heiraten? Weil ich dich mag. Deswegen. Und ich wollte unsere Beziehung festigen, dass du nicht einfach, dass du weiterhin mein Freund bist und nicht auf einmal auch weg bist und mich nicht mehr magst. Deswegen verkleidest du dich als Frau? Ja, meine, das stimmt wirklich mit meiner Mutter. Die hat mir früher als Kind immer so Frauensachen angezogen und mich fotografiert in so einem Kleidchen mit Zöpfe, Helmut. Die hat mich auch geschminkt. Aber Helmut, die ist jetzt in der Wüste, meine Mama. Hast du das gemacht? Die in die Wüste gebracht? Ja. Mhm. Okay. Okay, darüber. Lass uns darüber irgendwann nochmal. Könntest du dich. Zieh dich um! Der Herr Weiß hat Feierabend. Wollt ein bisschen feiern mit uns, Helmut. Fall doch nicht drauf rein. Fall nicht drauf rein. Was soll ich denn sagen? Ich finde keine Frisur. Hey! Ja, Helmut? Ich geh mal eben pissen. Wartest du hier? Ja, aber warte ich. Okay. So, was geht? Ja, ne, Helmut, du tust mir leid. Hä, wieso? Ich hab geguckt. Was hast du geguckt? Ach so, ja, mach doch nichts.
Dafür stinkt er wie ein Großer. Ja, das merkt man. Komm, machen wir jetzt Party da. Ja, ja. Okay. No. Ich schwöre es dir, das wird eine Falle sein. Ich schwöre es dir. Weißt du, wo Walter wohnt? Ja, ich war schon mal da, glaube ich. Okay. Da am Golfding da irgendwo. Ja, ja. Ja, ja, ich fahr mal gucken. Hey, ich bin gesucht und ich soll mit dem Chief auf Police oder was der da immer ist, soll ich feiern gehen? Der ist aber eigentlich nicht so. Ich habe ja auch schon viel Mist gebaut, wo der einfach sagt, ist gut. Das war ja auch gar nicht unser Fehler, ne? Der war es halt wirklich nicht. Spur gefahren. Der scheiß Bulle, der hat das voraus geplant wahrscheinlich. Der will uns ficken. Ja. Scheiße, Telefon. Ich rufe den mal. Hallo? An. Guten Tag, Herr Müller. Hätten Sie Lust, einen Kaffee im PD einzunehmen? Nö. Oh. Wir haben auch viele Donuts. Ja, nee, passt schon. Okay, dann würde ich Sie gerne drüber dafür informieren, dass Sie ja, wir sind jetzt da. Liste stehen und ach so. Mh. Es wäre schön, wenn Sie dann vielleicht freiwillig kommen würden. Ja. Aussteigen, der Herr. Was? Wieso? Eine Fahrzeugkontrolle. Einmal aussteigen. Sie haben mich auf... Machen Sie den Motor aus. Sie haben mich auf den Kieker. Machen Sie den Motor aus. Warum sollte ich das tun? Wie, was, letzte Warnung? Warum drohen Sie mir? Ich kann Ihnen auch drohen. Hier, letzte Warnung. Wow! Ah! An den Wagen Hände hoch. Der nein, was? Der hat mich getasert! Alter! Oh nein! Oh fuck! Ich hab zurückgeschossen! Ich hab auf den Bullen geschossen! Stehen. Was passiert hier? Oh Gott! Da war Polizei bei Ihnen am Haus! Oh Gott! Ja, weiß ich nicht. Und die wollten den Herrn Helmut hier, dass der aussteigt aus dem Fahrradding. Und das hat. Ja, beim Helmut im Auto, die haben geschossen. Im Auto. Helmut. Ach du Scheiße, was habe ich getan? Ich habe mich doch nur. Ja, aber ich habe mich doch nur gewehrt. Der hat er dich getasert? Ja, der hat mich getasert. Oh, Kacke, mein Reifen ist blau. Oh, mein Reifen ist blatt. Geht's dir gut, deinem Herz, alles gut? Bleib am besten stehen. Ich hab gepisst. Ich bin voller Pisse. Ich bin voller Pisse. Komm mal her, ich hab ein Tuch, Taschentuch. Was? Komm, ich reib mal trocken. Nein, nicht trocken. Ey, hör auf, meinen Schniepel anzureiben. Ey, hör auf. Hör auf! Was? Oh Gott, wir sind viel. Ich kann nicht mehr. Helmut, da ruft der Walter an. Ja, geh doch dran. Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wir wollten doch nur Party machen. Hier unten am Wasser. Ich hab. Was? Warum sagst du unten am. Ja, aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ich rede mit dem. Warte. Helmut. Ja, ich rede mit dem. Moment. Wieso sagst du dem, dass wir am Wasser sind? Nee, wir sollen Stellen, die machen mit Hubdinger hier. Fahnden nach uns. Was machen die? Mit Hubschrauber fahnden. Wir sollen Polizei kommen stellen. Mit Hubschrauber? Ja. Oh fuck, leck mich doch am Arsch.
Guten Tag, wie kann ich weiterhelfen? Wir sind wegen... Ja, wegen dem Kaffee. Wir wollen nur einen Kaffee ziehen eigentlich. Ah. Der Walter hat gesagt, wir sollen nach hier kommen. Ja. Willst du auch einen Kaffee, Helmut? Ja. Ja, die haben keine Ahnung, wer wir sind. Kein Plan. Lass uns verpissen. Ja, sie sind ja beide auf der Fahndungsliste. Ja, wieso das denn? Was? Wieso? Ja, ich lese es Ihnen kurz vor. Ja. Also beim Herrn Müller, Paragraph 12. Ja. Was heißt das? Paragraph 19. Ja, danke. 12, soll ich das übersetzen? Paragraph 29. Okay, Spuge. Paragraph 36. Was ist Paragraph 12? Paragraph 39. Nein, nicht Spagat mit 12. Okay, Spuge, was ist Paragraph 12? Wissen Sie... Nach Paraguay mit 12? Mann, diese Scheiße! Herr Müller, ja? Es gibt ja ein Gesetz hier in Los Santos. Das können Sie ja aufschlagen und dann dort die Paragraphen nachsehen. Ja, Sie können mir auch einfach sagen, was das ist, anstatt mir das... Ja, dann mache ich das für Sie. Moment. Entschuldigung? Ja, bitte? Ich muss mal was sagen. Draußen die Frau, die war total unfreundlich. Also Paragraph 12 Körperverletzung? Nee, das hat die nicht. Müssen Sie mir so auf die Pelle rücken? Sie sehen aus wie ein Angler in kamouflagierten Scheißhemden. Nee, dann schlafen wir zur Kurse an. Auch unfreundlich. Dann Paragraph 19 Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Ja, okay. Paragraph 29. Soll ich hier stehen bleiben? Und am besten nicht reden. Und dann Widerstand gegen die Staatsgewalt. Paragraph 39 Beleidigung. Beleidigung. Was für eine Beleidigung? Und was hab ich? Können Sie ein bisschen wegrücken, vielleicht? Ja. War das alles von dir oder jetzt auch von mir? Ich hab keine Ahnung. So, der Spion ist... Was war das denn jetzt von mir? Was hab ich denn gemacht? Ja, dazu komme ich jetzt. Achso, das war alles Helmut? Du Scheiße. Das war alles nur Helmut, ja. 60 Jahre. Dann STGB 12. Was ist das? Körperverletzung. Ich? Wem habe ich überhaupt getan? Dann 19 Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Hä? Noch dann auch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Oh, Moment, Telefon. Warum gehört aber der Gardi gar nicht? Skipper. Du musst mir irgendwas zu trinken holen. Oh, ja, da kommen Sie ruhig mit, kein Problem. So. Wollen Sie eine Cola gleich oder was? Ach du Scheiße. Mit wem telefonieren jetzt, Sie? Möchtest du auch eine Cola haben? Jetzt bewegen wir uns. Scheißdreck. Wir fahren gerade. Moment kurz. Ja, Gerrit. Opa Helmut. Jetzt gerade wieder. Ja? Wo bist du hier bei der Polizei immer noch? Ich wollte kurz was zu trinken fahren holen und da ist ein Bulle bei mir in die Karre gestiegen. Jetzt fahre ich den spazieren. Ich fahre kurz nach einer Tankstelle oder nach einem Kiosk und dann komme ich. Ja, komm, soll ich hier auf die Schwarzen? Ja, ich komme gleich wieder. Ich suche gerade nur einen scheiß behinderten Laden. Ja, okay, bis gleich. Ja, okay. Da steht Skipper drauf. Ja, Sie können doch mal langsam. Wir kommen doch gleich zurück, verflucht! Sie steigen doch bei mir ein. Ich hole noch was zu trinken. Jetzt sind wir gerade am Unicorn irgendwo in der Nähe. Ja, Unicorn habe ich gerade gesehen, links.
Jetzt ist da diese rechts, diese Tankstelle ist vor mir. Können Sie mal die Fresse halten? Mein Gott! Wir fahren doch gleich zurück zum BD. Ich kann sie auch kurz raus. Warum steigen Sie denn nicht einfach aus? Herr Müller ist gerade stehen geblieben an der Tankstelle bei Munich. Boah, Junge, gehen Sie mir auf den Sack? Ja, Blaulicht. Okay, ich leg auf. Herr Müller, bringen Sie... Was zum Teufel? Sag mal, sind Sie jetzt eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Ich schau mir was zu trinken, Ihr scheiß Kollege steigt ein und Sie rammen mir die Karre ein, oder was? Herr Müller, Sie sind geflüchtet. Was bin ich? Ich hol was zu trinken! Sie sind auf der Fahndungsflucht wegen frischer Flucht auf Tat. Oh Gott. Ja. Steigen Sie jetzt aus meinem Wagen, ich komm gleich zum PD. Ich muss was zu trinken holen. Ja, da fahr ich mit. Okay. Au! Aua! Aussteigen, Hände hoch. Nee. Ich geh jetzt was zu trinken holen. Das wollte ich schon die ganze Zeit und Ihr komischer Kollege steigt Hände bei mir hoch. Ein. Nein. Doch, sonst muss ich von der Schusswaffe Gebrauch machen. Ja, machen Sie doch. Wenn Sie meinen, mich erschießen zu müssen, soll ich Ihnen einen Grund dafür geben. Justin, sei mal so nett. Herrgott, nochmal. Nehmen Sie die Hände hoch. Letzte Aufforderung. Also, ich erzähle euch jetzt mal was. Ich war im PD. Ihr Kollege erzählt die ganze Zeit mit meinem Kollegen Gerrit, der auch dabei war. Ich sag, yo, kurz Telefon. Ich wurde angerufen, dass meine Getränkelieferung da ist. Jetzt wollte ich gerade zum Kiosk fahren, mir das Trinken holen. Und Ihr Kollege steigt... haben Sie eben auf uns geschossen und den Kollegen verletzt. Ja, das ist richtig. Hilfe aufpassen, der Herr ist betagt. Nicht das mit seinem Herzen. Der Herr ist betagt. Der Herr hat uns eben überfahren und über den Haufen geschossen. Was hab ich? Oh. Ja, ich hab ihm alle Paragraphen vorgelesen. Hände hoch, jetzt letzte Aufforderung. Sonst? Sonst muss ich den Taser einsetzen. Wieder mal. Ich wurde gerade schon aus dem Wagen getasert. Dann kennen Sie es ja schon. Also, ich zähle bis 3. Eins. Ach, Sie können zählen. Ich dachte, gibt nichts Neues. Ja, ist ja gut. Bitteschön. Haben Sie sich Ihren Stern richtig... Bitte? Stellen Sie sich mit dem Gesicht zum Auto. Ja, Sie sollten sich mal mit dem Gesicht vor den Spiegel stellen. Sie sind hiermit verhaftet. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sie haben das Recht zu schweigen. Ja, haben Sie das verstanden? Ja. Ich lege Ihnen jetzt Handschellen an. Ja, in Ordnung. Tun Sie doch, was Sie nicht lassen können. Duncan Lacroix, mein Name. Oberstaatsanwalt. Hi. Ja, Sie haben ja einen interessanten Abend hinter sich. Ja, scheiße. Wollte ich nicht. Ja, das, die Erkenntnis kommt leider ein bisschen spät. Doch, nö, geht. Gut. Sie haben nach einem Anwalt auch verlangt? Ja, das wäre schon schön. Ist anscheinend gerade niemand erreichbar. Sie haben jetzt zwei Optionen. Nach dem jetzigen Stand aufgrund der... Rote Pille. Ja, das ist keine der Optionen. Oh. Ich wollte Ihnen gerade die Option nennen. Okay. Aber vielleicht können Sie in der JVA gleich fragen, ob es da eine rote Pille gibt. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Oh, okay. Was? Wie? JVA? Wieso? Ja. Wie gesagt, ich komme jetzt zu Ihren beiden Optionen. Ach so. Also, unabhängig von den Optionen, Sie wandern auf jeden Fall in die JVA für heute für 24 Stunden wegen schweren Delikten. Sie haben Polizisten verletzt. Es erfüllt den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Sie können jetzt entweder ohne einen Anwalt Ihre Aussage tätigen, das müssen Sie nicht. Ich hoffe, Sie sind über Ihre Rechte belehrt worden. Sind Sie über Ihre Rechte vernünftig belehrt worden? Ja, kurz. Okay, ich kann es auch gerne nochmal für Sie wiederholen. Ich kenne meine, alles gut. Gut. Entweder Sie können jetzt bei den Polizisten hier noch zu den Geschehnissen eine Aussage aufgeben. Bei der brauchen Sie sich nicht selber belasten. Sie können die Aussage auch verweigern. Oder Sie warten darauf, dass morgen ein Anwalt anwesend ist, mit dem Sie sich erst beraten können und dann eine Aussage tätigen können. Aber aufgrund dessen, was Herr Steiger mir gerade erzählt hat und der mehrfachen Straftaten, die Sie da begangen haben und schweren Verletzungen, werden Sie auf jeden Fall für 24 Stunden oder bis morgen in Untersuchungshaft in die JVA verbracht werden oder die hier verbrennen. Je nachdem, was die Polizei gleich als angemessen ansieht. Okay, habe ich so verstanden.
Warum sind die Überführungen eigentlich immer mitten in der Nacht? Ich hab keine Ahnung. Weil sie uns am Tag auf Trab halten? Na, stimmt auch wieder. Und nachts müde werden und sich fangen lassen? Könnte man so meinen. Herr Müller, alles okay? Sind Sie eingeschlafen? Nö. Dann bin ich beruhigt. Alles in Ordnung, so bitte nicht schlecht da hinten. Der Herr Müller ist einfach nur ein bisschen nervös, weil er direkt gegenüber einer hübschen Frau sitzt. Das hat nicht mit Nervosität zu tun. Ich bin 70 Jahre junger Mann. Ich habe schon Dinge gemacht. Davon träumen Sie. Naja, Viagra habe ich Ihnen ja gelassen. Das ist richtig. Wollen Sie damit gerade andeuten, dass ich mit Ihrer Kollegin und Viagra... Sir, das ist schon nicht so... Ja, wir fahren ja jetzt in die JVA. Denken wir mal nach. Herr Müller, haben Sie nichts von Herzproblemen gesprochen? Habe ich, ja und? Was hat das mit meinem Penis zu tun? Naja... Ja, wenn ich dabei sterbe, dann ist es passiert. Nehmen Sie irgendwelche kardiovaskuläre Medikamente? Was für ein Karussell? Karussell fahre ich, ja. Was? Nee, kardiovaskulär, also Herzmedikamente. Wie, was ist cooler? Was? Was wollen Sie? Die Medizin für Ihr Herz. Nee, nicht, dass ich wüsste. Hallo? Da sind Sie ja. Ja. Dann kommen Sie mal mit. So, Herr Müller. Ja? Dann kommen Sie mal mit. Ja. Einmal mir folgen, bitte. Alles klar, Notfallhandy haben Sie. Können Sie Leitstelle mit erreichen, wenn irgendwas sein sollte? Ja. Die Dame vorne kann Ihnen Auskunft geben, wie lange Sie hier bleiben müssen. Ja. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen oder gegebenenfalls, wenn Sie wieder wach sind. Okay. Tag, wer bist du? Helmut Müller, den Typ, den man hier am wenigsten gebrauchen kann. Ja, dann fick dich das hier reinkommen. Mal Freundchen, komm mal her. Was? Dann bleib mal schön stehen hier. Was willst du von mir? Hast du ihm gesagt? Ich hab gesagt, dann fick dich doch selbst. Ha? So. Dann wollen wir mal eine Haftstrafe wohl mal verlängern, du Penner! Oh. Fick dich!